war ja ein Roman, den ich vor 50 Jahren geschrieben habe, Hundejahre. Und das war ja auch eine Wiederbegegnung mit dem damals noch relativ jungen Autor, in seiner Art mit Sprache umzugehen und zu Bildern, auch zu Sprachbildern zu kommen. Und ich bin immer davon ausgegangen, dass wenn überhaupt es Hundejahre es sein könnten, mich da reizen könnte, daran nochmal daran zu gehen und darauf zeichnerisch zu reagieren. Und das ist jetzt im späten Alter dann geschehen. Ich bin angeregt worden davon eigentlich mit Zeichnungen, die ich in Palermo gemacht hatte, in einer Kapuzinerkatakombe, in der Mumien stehen. Und unter diesen Mumien, die dort versammelt waren und aufgehängt waren und auch in Gruppen standen, dazu gehörten in ihrem verrotteten Ornat Bischöfe und Kardinäle und diese Zeichnungen haben mich sicher angeregt für diese Gruppierungen. Bei den Platten, die sind die meisten hier befinden sich jetzt in der ersten und zweiten Probedruck, das geht dann noch weiter, nicht? Bis die dann wirklich zur Ruhe kommen, das sind Arbeitsprozesse, die dann in der Werkstatt fortgesetzt werden.